So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 2 mit mir, dem Elking. Ja, wir sind immer noch im Banditenlager. Letzte Folge haben wir mit ein paar Banditen gesprochen. Unter anderem Morgan, der uns dazu beauftragt hat, diesen nördlichen Strand hier zu säubern. So, ja, der liegt hier natürlich voll in der Sonne und wir müssen hier alle Monster meucheln. Das ist natürlich wieder glasklar. Zapp, aber mit so einer neuen Waffe wird das ja wohl, denke ich mal, kein Problem sein. Auch wenn die Varane mir jetzt nahe kommen, ich habe eine super Rüstung, das ruppt dann ordentlich. Deswegen habe ich sie auch wieder angezogen. Das ist nämlich die beste Rüstung, die ich eh habe. Ich habe jetzt irgendwie Rüstung momentan von 83, also vor Waffen. Das scheint schon, sehr gut, denke ich mal. Ja, das ist übelst gut. Aber damit haben die Varane uns nichts entgegenzusetzen, also... Zap, zap. Zap, zap. Zap. Und zap. Alles klar. Oh, ein Lurker. Er geht noch schneller weg. Na, komm jetzt. Tu dir doch nichts, oder? Okay, eigentlich schon, aber... Oh, ich finde die Musik ein bisschen zu laut. Hm. Musiklautstärke, so. Alles klar, jetzt hört sich schon besser an. Na, so geht es aber nicht hier. Einfach hier auf dem Strand rumlungern. Lungert hier nicht auf der Treppe rum. Oh, und da drin. Dort befindet sich noch ein... Oh, 102 Dunkelpilze, cool. Dort befindet sich noch ein Vieh, sage ich jetzt erstmal nur. Ein etwas größeres. Das habe ich noch nicht besiegen können. In Gothic 2. Also mit dem Speicherstand hier natürlich. So, wollen wir mal gucken, ob ich es jetzt schaffe. Es ist ein Schattenläufer. Mal gucken, ob ich es so schaffe mit der Waffe. Bin mal gespannt. Oh, ich glaube nicht, aber... Nein, wow. Wenn ich ja schneller... Oh, das klingt doch... Schaut doch ganz nett aus. Ah, guck mal, wie viel Schaden er schon gemacht hat mit dieser dämmen Rüstung, die ich momentan habe. Das ist schon echt heftig, denke ich mal. Oh. Wenn das klappt, dann weiß ich auch nicht. Dann heiße ich wirklich Rüdiger. Bitte, ich will nicht Rüdiger heißen. Oh oh. Er kommt doch noch zum Angriff. Na, vielleicht auch nicht. Na komm. Schnelle Angriffe. Und das Viech ist weg. Und ich heiße Rüdiger. Alles klar. Nein, Quatsch. Oh, wir haben ihn besiegt. Ey, egal. Das habe ich noch nie geschafft, du. Sonst habe ich immer Zauber hier gewirkt, aber ich dachte mal, hm, wenn ich schon so stark bin, dass ich hier die Banditen schon im Turm schon ganz früh besiegen konnte. Deswegen dachte ich, mach's doch mal jetzt auch. Wag's es jetzt auch mal. So. So, Morgan, wir haben den Strand gesäubert, du. Alles picobello. Fantastico. Der Strand im Norden ist sauber. Der Strand im Norden ist sauber. Was ist mit der Höhle? Warst du da auch schon? Ja, klar. Klar. Sauber. Bist ein guter Mann. Hier hast du deinen Lohn. 150 Gold, okay. Was hältst du von Francis, fragen wir. Was hältst du von Francis? Der ist mir egal. Solange er mich in Ruhe lässt. Ist er nicht der Boss hier? Er hält sich für den Boss. Aber irgendwann ist Greg wieder da. Und dann wird Francis wieder schön, brav Bretter sägen. Kannst du mich auch trainieren? Kannst du mich auch trainieren? Klar. Ich kann dir zeigen, wie man mit Einhandwaffen kämpft. Oh nee, Einhand, das ist irgendwie ein bisschen gay. wegen Angus und Hank. Wegen Angus und Hank. Hör bloß auf mit der Sache. Die beiden haben sich wahrscheinlich vom Banditen umbringen lassen. Und Angus hatte meinen Ring dabei. Na gut, eigentlich war es sein Ring. Er hat ihn beim Würfeln gewonnen. Aber ich hätte ihn mir wieder zurückgeholt. Und jetzt ist er weg. Wenn du meinen Ring findest, dann bring ihn zu mir zurück. Du sollst es auch nicht umsonst gemacht haben. Alles klar. Gibt's sonst noch was für mich zu tun? Gibt's sonst noch was für mich zu tun? Im Moment nicht. Such dir erstmal eine Koje und trink dir eine ordentliche Buddel rum. Buddel rum. Joho, joho. Wie ging das wieder mal? Scheiße. Das Zeug ist gut. Das Lied muss ich mir nachher irgendwie raussuchen. Warte, wie war das nochmal? Irgendwie... Ah, verdammt, ich konnte das Lied mal. Fucking. Na gut, dann reden wir mal mit Francis. Was der so hier tun tut. Tun tut. Tun tut, alles klar.
Na du Süßer, was ist? Hä? Können wir rein? Oder nicht? Ich muss in Gregs Hütte. Vergiss es. Greg ist nicht da und ich habe die Tür verschlossen und passe auf, dass niemand auf dumme Gedanken kommt und versucht, die Hütte zu plündern. Also schipper wieder ab oder ich mach dir Beine. Na. Greg ist dein Boss? Jetzt komm mir bloß nicht damit, dass du ihn kennst. Jeder Seefahrer, ach, was sag ich, jede verfluchte Landratte auf der Insel kennt den schrecklichen Captain Greg. Er hat mir das Kommando übergeben. Ich bin ihm dafür verantwortlich, dass das faule Pack hier das macht, was er angeordnet hat. Einige von den Jungs hier denken vielleicht, sie können machen, was sie wollen, nur weil der Kapitän nicht da ist. Aber die werden sich noch wundern, wenn Greg zurückkommt. Ich werde ihm alles erzählen, was hier vorgefallen ist, hörst du? Ja, wirst du irgendwie auch, eher wer kriegen. Versucht hat, in seine Hütte zu kommen, also zieh Leine. Oder du bekommst den Ärger deines Lebens. Gib mir den Schlüssel zu Gregs Hütte. Gib mir den Schlüssel zu Gregs Hütte. Du machst wohl Witze. Ich gebe dir 2000 Goldstücke, ne. So viel wollen wir jetzt nicht dafür machen. Gut. Dann entweder können wir gegen ihn kämpfen oder mal die Mine auschecken. Ich denke mal, wir checken erstmal die Mine aus. Aha. Naja. Ja, das mache ich mal jetzt. Oh, oder vielleicht. Ach Quatsch, nein, nein. Das machen wir jetzt. Sehen wir uns mal wieder im Canyon. Bis gleich. So. Sind wir jetzt im Canyon und. Ach, die Wüstenratten, die wollen mich natürlich wieder übelst fressen. Na gut, 100 Erfahrung geben sie, aber das ist echt cool. Okay. Tja, der Canyon ist wirklich sehr staubig. Und, oh ja, hier sind diese Razor, von denen Alligator Jack sprach. Mal gucken, ob wir die meucheln können oder ob wir das noch nicht schaffen. Ich wollte jetzt nur erstmal zu Minen, deswegen müssen wir nur einen überwinden. Komm her. Na du? Ah, so viel Schaden macht er doch gar nicht. Guck mal. Ah. Ist ja ein ganz süßer, ja? Bisschen ganz süßer, ja. Ja, ja, komm. Oh, schade, leider nicht geschafft. Schade, schade. Tja. Oh, und hier gibt es noch ein paar Snapperkraut, soweit ich weiß. Ja, Snapperkraut. Können wir gut brauchen. Jetzt haben wir schneller Hering, Snapperkraut. Boah, jetzt können wir durch die ganze Welt flitzen, ey. Boah. Aber brauche ich eh nicht. Nehmen wir mal so, ne? Tja. Und hier, das ist die besagte Mine. Da lauern nur die Minecrawler so auf uns. Mal gucken, ob wir die auch meucheln können. Tja. Ah, dann gönne ich mir noch eine Fackel oder was? Oh ja, ich wollte mir gerade nur eine Fackel gönnen. Schon kommt der erste Gegner hier. Ist Minecrawler oder Minecrawler? Ach nee. Nur Minecrawler, ist ja langweilig schon fast. Huch, wieso gehe ich jetzt? Hoch. Ich bin mich gerade erschreckt. Auch sind auf Umschalt gekommen. Nun gut, dann, wo habe ich denn hier? Krauttabak? Achso. Nein, ich wollte eigentlich eine Fackel. Ah, alles klar. Fackel habe ich. So, dann suchen wir mal nach dem vergrabenen Schatz oder was auch immer der hier versteckt hatte. Hat der Francis. Na gut. Ah, schön. Prima. Was haben wir hier? Mein Cola Warrior. Ja, mein Cola Warrior. Warrior. So, ich will ja nicht so die schöne Aussprache von einem anderen Let's Player-Kollegen nehmen bei Englischen. Ich sag nur The Two Thrones. Beziehungsweise Mass Effect. Na gut, ich will jetzt nicht drauf rumhacken. Ich find's ein bisschen lustig. Ach, hier ist gar keiner. Dachte schon. Alles klar. Aber hier, da eigentlich ist hier einer. Hier liegt ja ein Richtstab und ein Skelett und so weiter. Lederbeutel. Ich denke aber nicht, dass das von Francis hier war. Dass er irgendeinen umgelegt hat oder so. Nein, nein. Da. Oh Gott, noch ein. Ah, normaler Minecrawler. Ah, hier muss nichts entgegenzusetzen. Haha. Noch ein Minecrawler. Nein? Oh, gut, ich dachte schon. Oh gut, ja. Hier ist nichts drin. Na gut, aber hier, ein X. Womit denn? Womit denn? Womit denn? Ich habe keine Spitzhacke? Laber nicht. Habe ich Spitzhacke verkauft? Laber nicht. Ich dachte, ich hätte noch eine. Oh Gott, ich habe eine Spitzhacke verkauft. Toll. Ja, dann. Bis gleich, wenn ich eine Spitzhacke aufgetrieben habe. Oh Gott, wie kacke ist das denn? So, jetzt habe ich endlich eine Spitzhacke kurz bei Garrett geholt. Zap. Und zap. Und zap. Die Fackel tragen wir immer noch. Ich glaube, ich habe etwas gefunden. Schatzkiste, oh. Cool, was haben wir denn in der Schatzkiste drin? Da wollen wir mal schauen, ne? Tja. Ist das hier? Ja. Ein Haufen Zeug erhalten. Oh, ein Haufen Zeug. Das ist sehr toll. Befehle, Steckbrief. Nein, das war es nicht.
Lucius Abschiedsbrief, nein. Heuerbuch, aha, ein Heuerbuch. Aha, Francis Heuerbuch. Der Mann scheint sich eine Menge Gold in die eigene Tasche zu wirtschaften. Eigener Anteil 2220. Fernhändler Miriam wollte insgesamt Mannschaft. Offizier, Captain, eigener Anteil 1000. Der gönnt sich einfach hier. Der zieht einfach was vom gesamten. Ah. Das ist echt gemein. Na gut, dann sprechen wir mal drauf an. Bis gleich. So, mir fiel gerade ein. Wir können auch einfach umhauen. Das bringt uns sogar Erfahrung dazu. Das bringt nämlich gar keine Erfahrung, wenn man ihnen das sagt, dass man sein Versteck gefunden hat. Ich habe ein Versteck gefunden. Nein. Na, lass mal sehen, was du drauf hast. Na, dann lass mal sehen, was du drauf hast. Was? Ich bin hier der Captain. Ich werde dir Respekt beibringen, du Landratte. Übrigens haben wir die Erfahrungspunkte der Minecrawler gekriegt. Na. Sei nicht so frech hier, Freundchen. Na, nee. So finde ich das aber echt nicht nett hier so. Jetzt wird's. Ja, jetzt wird echt lustig. Ah, komm, Francis. Ich geb dir. Ich hab's eben schon mal getestet, falls ihr es gesehen habt. Das war ja wieder, wieder so. Ah, ihr wisst schon. Pass auf! Ich sah wieder so impressiv aus. Okay, 300 Erfahrungen haben wir gekriegt. Seht ihr? Edles Schwert und Schlüssel. Ah ja, alles klar. Francis, du bist echt gut im Kämpfen, das muss ich dir gestehen. Er macht zwar sehr viel Schaden, aber... Ja gut, mein Skill ist halt... nicht im Spiel, sondern hier. Fingerfertigkeit ist besser. Alles klar, dann gönnen wir es mal. So. Francis. Ah, vielleicht können wir noch mit ihm reden. Hast du noch was zu sagen? Warte mal. Okay, du bist der Bessere von uns beiden. Was willst du? Meinst du, mir geht es besser? Und jetzt kann ich nochmal das mit seinem Versteck sagen. Ich habe dein Versteck gefunden. Dein Schatz und dein Heuerbuch. Das ist doch dein Buch, oder? Das Buch habe ich noch nie gesehen. Oder selbst wenn mir das Buch gehören würde. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass die Jungs dir die Geschichte nur wegen ein paar vergilbter Zetteln abkaufen, oder? Du hast sie alle um ihren Anteil betrogen. Warte mal. Mach bloß keinen Scheiß. Hier sind 500 Goldstücke. Oh. Und jetzt gib mir das Ding. Wir haben 500 Goldstücke gekriegt. Geil. Ah, oh, mega geil, ey. Boah, das ist echt heftig. Und wir gönnen uns erstmal so viel wie möglich hier in Gregs Hütte. Lederbeutel, Silberteller, Lederbeutel, Silberkelch. Oh, die können wir alle bei Halvor verkaufen. Ey, geilo. Oh. Ey, bin ich genial. Oh. Flammpost, Apfeltabak, keine gute gebrauchen. Die Schriftrolle nicht? Nee, schade. Und goldener Kerzenschöner, ein Sextant. Noch irgendwas? Bett? Na gut, das Bett jetzt. Ah, die Truhe. Und ich habe sogar jetzt meinen Skill drauf. Also, ich kann Schlösser knacken, das finde ich. Nein. Zack, zack. Nein, zack. Zack, 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 zack. Alles klar. 50 alte Münzen. Na gut, denke ich mal, das klappt. Geht so. Wo ist noch eine Truhe hier drin? Das ist zu weit entfernt, ach so. Logbuch von Greg. Na, guck mal, alles so. Naja, als kleiner Tipp, wenn man irgendwas mehr aufheben möchte, dann kann man einfach die Taste zum Springen drücken, dann nimmt man einfach alles so. Gut, was stand denn da? Ah, wir haben auch noch eine Flaschenpost. Aber erstmal das Logbuch von Greg. So, lesen wir. Ich kann diesen Schrank nicht mehr sehen. Überall Sand. Ich kann schon gar nicht mehr richtig schlafen, weil es überall juckt. Wird Zeit, dass Raven das Gold für die Gefangene rüberschiebt und wir wieder in See stechen können. Werde wohl an Ersafs Wort mit dem aufgeblasenen Fatz gesprechen müssen. Was erlaubt sich dieses Arsch? Dieses Arsch. Dieses Arsch? Toll. Dieser Arsch heißt es eigentlich. Okay. Hab mich von seiner stinkenden Schergen am Tor abwimmeln lassen. Der wird mich noch kennenlernen. Sein Speichellecker Blödwind werde ich eigentlich zu Fischfutter verarbeiten. Wenn er nicht bald zahlt, werde ich andere Seiten aufziehen. Die Banditen werden langsam aufsässig. Die letzte Lieferung haben sie immer noch nicht bezahlt. Wir haben einfach zu wenig Informationen. Ich muss rausfinden, was Raven hier will. Großteil Mannschaft. Blablabla. Alles klar. Na gut. Das könnt ihr selber mal pausieren und dann nochmal lesen. Ich habe jetzt gerade alles. Und Flaschenpost. Ein Stück Papier. Eine Schatzkarte. Wir haben von, eben eine Schatzkarte gefunden. Die muss hier irgendwo sein. Ah, da. Einige Stellen markiert. Da sind Greg seine Schätze. Haha. Die gönnen wir uns dann irgendwann nochmal. Okay, dann beende ich mal die Folge und in der nächsten Folge gehen wir mal raus. Ich bin der King. Wir spielen Gothic 2. Bis dann. Tschüssi.